English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen muss man immer zwei-, dreimal hingucken, finde ich, weil man es einfach noch gar nicht so gewohnt ist. Ne? Ein Tiger-Python Piebald. Also langsam nichts, was es nicht auch als Piebald gibt und somit auch die Tiger-Pythons. Wunderschöne Tiere, also Piebald, meiner Meinung nach vielleicht die schönste Farbvariante, die es gibt bei den Reptilien, ne? das Weiß und die normale Zeichnung. Also ich finde es total bestechend. Noch sind sie recht teuer. Dieses Jahr sind sie wieder ein paar Euro im Preis runtergegangen, die Tiger Pythons. Also sie kommen langsam in eine Richtung, wo sie erschwinglich werden, zum Glück. Aber gut, beim Tigerpython geht es ja nicht nur ums Erschwinglichsein, sondern man braucht natürlich auch den Platz. Tigerpython 3,50 Meter, 4 Meter. Also können sich wahrscheinlich auch nur die wenigsten daheim halten. Trotzdem wollte ich ihn euch zeigen. Super schön, Piebald Tigerpython für euch heute das Intro-Tierchen. Unser Thema heute ist der Hühnerfresser Spilotes pullatus. Wirklich sehr große Natter, also Spilotes pullatus kann bis zu 3 Meter groß werden. Das Tolle an dem Tier finde ich auch das Verhalten. Ne? Also es ist eine tagaktive Natter, die wirklich vielleicht im Gegensatz zu den meisten anderen Schlangen weniger sich auf ihr Jakobsches Organ und oder auf den Geruchssinn verlässt, ne? Also Jakobsches Organ, weitläufig als Geruchssinn, sondern auch mit den Augen jagt und schaut und nach Beute schaut, nach Feinden schaut. Ne? Man sieht so diese riesengroßen schwarzen Augen. Also die benutzen die Tiere wirklich, um zu schauen, um zu jagen, strecken da den Kopf als so hoch, ne? Gucken sich um, beobachten alles. Also ich finde das Verhalten phänomenal. Ne? Und dann gut, natürlich benutzen sie auch ihre Zunge und ihr Jakobsches Organ. Das ist dann wohl so ein Zusammenspiel. Ne? Also dieses langsame Züngeln und das Gucken nebenher und so weiter. Also es ist ein absoluter Jäger, wie so ein Raptor ein bisschen. Ich finde das einfach phänomenal, fasziniert mich total. Und über diese Schlange wollen wir heute ein bisschen reden. Hier habe ich für euch ein hübsches, adultes, ist jetzt 3 oder 4 Jahre alt, Weibchen von Spilotes pullatus argusiformis. Ne? Argusiformis ist eine von den 5 Unterarten, die es gibt. Vom Herkunftsgebiet Hühnerfresser kommen fast auf dem ganzen lateinamerikanischen Kontinent vor. Ne? Also von Mexiko angefangen bis runter in den Norden von Argentinien. Ja? Also alles, was tropisch, subtropisch ist in Lateinamerika, finden sich Hühnerfresser. Die Argusiformis kommen Honduras, Nicaragua vor. Weiter oben gibt es die mexikanische Art. Und wie gesagt, bis nach Argentinien runter. In 5 verschiedenen Unterarten. In der Terraristik sind die noch relativ selten. Ich glaube, dass vielleicht diese Honduras-Nicaragua-Unterart die ist, wo man vielleicht ab und zu mal wenigstens bekommt. Aber insgesamt sieht man da wenig an Hühnerfresser angeboten. Also es ist eigentlich interessant, weil die Art ist von der Haltung her gar nicht übermäßig schwierig. Von der Zucht her ist sie definitiv nicht leicht, aber sie ist auch nicht unmöglich zu züchten. Und trotzdem in der Terraristik sind kaum Hühnerfresser zu finden. Ich kann es gar nicht erklären, wieso, oder kann gar nicht mal sagen, wieso. Es wurden die letzten Jahrzehnte doch immer wieder Tiere importiert. Die stehen auch unter keinem Artenschutz. Also von dem her stellt es auch keine Hürde beim Export bzw. Import dar. Aber trotzdem, ich denke, das Problem wird nach wie vor vielleicht dann die Zucht sein, dass es einfach nur wenigen Leuten gelingt, die Tiere zu züchten. Von der Haltung her, im Prinzip, also das Verbreitungsgebiet, habe ich schon gesagt, Mexiko bis
nördliches Argentinien. Wenn wir jetzt mal überlegen, wer kommt noch in dem Verbreitungsgebiet vor, das ist Boa Constrictor. Boa Constrictor hat bestimmt eine andere Nische in diesem Lebensraum, aber letztendlich ungefähr das gleiche Klima. Und von der Größe her ist Boa Constrictor ähnlich, natürlich deutlich massiger, aber ähnlich wie der Hühnerfresser. Und entsprechend würde ich die Hühnerfresser auch halten, also so vom Klima her wie Boa Constrictor. Auch vom Terrarium eignet sich eigentlich dieses, also jetzt bei uns zum Beispiel gibt es so ein Boa-Set oder ich glaube bei uns heißt für Boa und größere Riesenschlangen oder sowas. Ich denke, dass dieses Set eigentlich perfekt ist für den Hühnerfresser von der Größe 1,80 m, 80, 80, 80, also auch schön hoch, ne, kann man schön mit Eschen und so weiter einrichten. Klimatisch eben auch das typische Boa-Klima, Tag 30 Grad, nachts geht man runter 23 bis 25 Grad und dann ist wirklich ein tolles Terrarientier, was sich wirklich gut im Terrarium halten lässt und zumindest meine Erfahrung, also ich muss zugeben, ich habe noch nicht viel Hühnerfresser besessen. Aktuell habe ich eben dieses hübsche Pärchen, das ist das Weibchen. Aber zumindest das, was ich bei denen hier an Erfahrung habe, ist eine wirklich gute oder gut zu pflegende Terrarienschlange. Von der Ernährung fressen die Hühnerfresser wirklich alles, ne? Also Name Hühnerfresser ist vielleicht ein wenig irreführend. Vielleicht höchstens auch Hühnerfresser, also sie fressen alles, zwischen von Vögeln, Nagetiere, vielleicht, oder ich vermute auch andere Reptilien in der Natur, sie fressen alles, was sie bewältigen können. Und sie haben eben dieses, was ich am Anfang schon angesprochen habe, dieses tolle Jagdverhalten, ne? Also wenn man ein Beutetier ins Terrarium gibt, dann kommen die, gucken ganz aufmerksam, fangen das Züngeln an und tun dann die Nahrung auch regelrecht verfolgen. Also im Terrarium kann man das natürlich nicht so toll deutlich sehen. Also es wäre mal interessant in so einem Großraumterrarium oder Zimmerterrarium. Also ich glaube, dass die wirklich richtig auf Jagd gehen und den Beutetieren hinterher kriechen und wie gesagt, viel über die Augen stattfindet in Verbindung mit dem Jakobschen Organ. Also ich finde es, ich habe jetzt so die letzten Jahre eigentlich keine Schlange gehabt, die so ein tolles, imposantes Jagdverhalten hatte. Ne? Das ist das, was mir daran so imponiert. Ne? Ja, das ist wirklich was, wo spannend ist zum Beobachten. Ne? Was man auf den Bildern nicht ganz so sieht. Manchmal, also, oder zum einen, sie strecken eben den Kopf so hoch, ne? Gucken richtig von oben. Ich weiß nicht, ja, von oben, um vielleicht den Überblick zu kriegen oder zu sehen, was bewegt sich da weiter unten. Oder vielleicht könnte man vorstellen, dass sie in der Natur vielleicht dann irgendwie aus dem Versteck rausgucken oder aus ihrem Baum oder Busch, wo sie sitzen, rausgucken. Was sie dann auch manchmal machen, ist so ein Kopfwackeln, so ein leichtes. Ne? Ich glaube, das ist wegen so eine Art von Nervosität, ne? Oder wenn sie wegen aufgeregt sind, dann zittern sie so wegen mit dem Kopf und so. Also ich finde es phänomenal, muss man gesehen haben. Also wie vorher schon gesagt, die Zucht ist möglich bei den Tieren. Es gibt immer wieder mal Nachzuchten, aber ist doch noch relativ selten. Ich glaube, wichtig, man braucht ein passendes Pärchen. Wie gesagt, vielleicht auch mit den verschiedenen Verbreitungsgebieten macht natürlich keinen Sinn, wenn ich ein Tier aus Argentinien habe. Anomalepis ist, glaube ich, das südlichst oder sind die südlichst lebenden Hühnerfresser. Wenn ich so eine mit einem mexikanischen Spilotes verpaaren will oder so, denke ich mir, wird es nicht funktionieren. Also ich sollte, wenn es schon die gleiche Unterart haben. Die Stimulation für die Zucht erfolgt bestimmt über die Winterruhe. Ne? Im Winter 2-3 Monate Absenkung auf ja, vielleicht gute 20 Grad. Und dann werden die im Frühjahr, fangen die das Paaren an. Sind eierlegend, by the way. Und ja, vielleicht für euch die Herausforderung oder beziehungsweise auch an die Community mal die Frage, wer kennt Züchter, wer hat vielleicht selber schon mal gezüchtet, was ist eure Erfahrung? Also wie gesagt, das, was ich euch hier berichte, beruht nicht auf einem riesen Erfahrungsschatz, sondern auf dem bisschen, was ich weiß und auf dem Pärchen, was wir gerade aktuell haben.
Also gibt bestimmt der ein oder andere von euch, der da auch noch tolles Input hat. Also gerne unten drunter posten, ein bisschen Feedback von euch. Daumen hoch da lassen, wenn euch diese Hühnerfresser genauso faszinieren wie mich. Kanal abonnieren, dann seid ihr immer up to date. Und ansonsten bis zur nächsten Reptil-TV-Folge und checkt die Hühnerfresser.